Soll ich dir aushelfen? Nein. Gut. Studio 16356, Andreas Pieper. Unterwegs. Christian Seibt unterwegs. Wir sind hier, warum sind wir hier? Hier ist der Lobetal-Treff. Ja, wir haben im März haben wir ein Interview geführt mit den Betreibern des Lobetal-Treffs und wollten dann doch jetzt mal dieses Video endlich dann mal veröffentlichen, weil die Schlagzahl unserer Videos aufgrund der aktuellen Ereignisse war doch relativ hoch und es hätte dann dafür gesorgt, dass vielleicht dieses Interview im Lobetal-Treff mit den Verantwortlichen denn etwas untergegangen wäre und das wollten wir eben nicht und wollten das explizit ein bisschen herausstellen. Genau, Christian hat sich informiert, was passiert hier drin, welche Leistungen, wenn man das mal so sagen will, werden jetzt für dahin, also auch für die nicht im Servicewohnen wohnenden Bürger, werden neuerdings angeboten. Was hat diese kommunale Beteiligung am Lobetal-Treff ermöglicht? Ja, guckt euch's an, ist interessant. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier im Lobetal-Treff. Und aufgrund der letzten Beschlussfassung von der Stadtverordnetenversammlung vom 20.02. und darum sind wir heute hier im Studio 16356, um mal nachzufragen, was passiert hier eigentlich, wer ist Lobetal-Treff, wer steckt dahinter, wer ist das Gesicht und was tun Sie hier überhaupt? Ja, hallo. Mein Name ist Monique Beber und ich bin die Koordinatorin fürs Servicewohnen. Für das Wohnen, was da hinten am Markt ist, oder nicht am Markt, sondern Altmarkt ist. Die Wohnungen wurden ja neu gebaut und wir haben da Bewohner drin mit zu 100% barrierefrei eingerichteten Wohnungen. Und ich bin der Ansprechpartner für die Bewohner. Also wenn sie eine Frage haben oder eine Herausforderung haben, ein Formular nicht ausgefüllt bekommen, der Wasserhahn tropft, dann sage ich Ihnen zwar die Wohnungsbaugesellschaft, aber ich bin trotzdem erstmal Ihr Ansprechpartner. Und was wir auch machen ist, wir treffen uns hier einmal in der Woche. Dienstagnachmittag haben wir so einen offenen Treffpunkt, da kann jeder der Bewohner hierher kommen und wir machen so Spiele Nachmittag. Wir haben letztens auch Faschings gefeiert oder wir machen Weihnachtsgeschichten und dann wird erst ein bisschen geredet. Wir lesen auch jedes Mal die Losung des Tages. Das ist den Bewohnern ganz wichtig, dass wir das machen. Wenn Geburtstage sind, dann wird hier Geburtstag gefeiert, untereinander. Bringt derjenige, der Geburtstag hat, zum Beispiel Kuchen mit. Und dann wird hier auch ein Ständchen gesungen und dann wird meistens gespielt. Und dann so gegen zwischen 4 und 4:30 gehen sie alle wieder nach Hause und sind zufrieden. Und was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie so froh sind, dass sie einander haben, dass sie halt nicht alleine sind, dass sie sich dadurch auch besser kennengelernt haben. Die achten auch sehr aufeinander. Also wenn hier irgendeiner fehlt, dann kann man durchaus fragen, oh, was ist denn los? Weiß einer was? Und das funktioniert jetzt. Also die treffen sich auch außerhalb von diesem Treffpunkt. Wie viele Bewohner sind in dieser Wohneinrichtung? 32 Wohnungen. Wirklich sind einfach nur ganz normale Mietwohnungen. Ja. Und der Unterschied zum betreuten Wohnen, wo unten dann vielleicht so ein Concierge ist, der ein Ansprechpartner ist, also Sie sind eigentlich so ein bisschen so wie so ein ausgelagerter Concierge. Sozusagen. Ich bin so ein ausgelagerter Concierge. Und es ist ja nicht so betreutes Wohnen, ne? Also ich gehe nicht für Sie einkaufen, aber wenn Sie jemanden brauchen, der für Sie einkaufen geht, dann würde ich Ihnen mehrere Adressen raussuchen und sagen, der würde für Sie einkaufen gehen, bitte mit demjenigen in Kontakt. Dann berichtigen Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass ja die Stadt auf Sie zugekommen ist, als Lobetal-Stadt, ja. Dass Sie gerne dieses Angebot, was Sie, wie wir jetzt erfahren haben, nur für diese Bewohner anbieten, erweitern könnten für Werneuchen. Genau. Jetzt ist dann natürlich die Frage, mal abgesehen davon, wie das ausgegangen ist, dazu kommen wir noch, sind Sie dazu kapazitätsmäßig überhaupt in der Lage? Ja, bin ich. Also unser Plan ist es, das Gleiche, was wir Dienstagnachmittag anbieten, Mittwochvormittag anzubieten für die Bürger aus Werneuchen, also für die Senioren. Der Titel eher so gegen die Einsamkeit, ne, weil das ist schon das, was man hört, wo kann ich denn hingehen, wo kann ich mich denn mal treffen. Und das biete nicht ich an, das bietet aber der
Ergotherapeut aus der Diakoniestation an. Am Donnerstagnachmittag ist noch Sport für die Senioren, nur von dem Servicewohn. Und das wollen wir auch Freitagvormittag anbieten, wieder für die Bürger von Bernorchen. Wobei Sport, also Sitzsport, ne? Seniorengerecht ist, so mit Hanteln und so. Dass die einfach, geht hier nicht um Zehnkampf. Nein, es geht nicht um. Es geht einfach nur darum, was kann ich denn machen, wie kann ich denn fit bleiben, was kann ich denn auf einem Stuhl machen. Darum geht es. Also es geht um Bewegung, Bewegungsspiele. Ja. Und Sport steht halt oben drüber. Die Stadt ist auf Sie zugekommen und hat gesagt, wir würden gerne das Angebot, was Sie hier bereits haben, für unsere Bürger mitnutzen. Und wie sieht's aus? Sind die dazu in der Lage und wenn, zu welchen Bedingungen? Daraufhin gab es ja einen Antrag auf Kostenbeteiligung, im Prinzip ja, aber das geht natürlich nur, wenn Sie sich auch irgendwie daran beteiligen. Das wurde ja dann in der Stadtverordnetenversammlung auch positiv beschieden und es geht hier konkret um, wenn ich mal nachgucken muss, hier nochmal um 7.200 Euro. Das sind also 10% der Kosten, die Sie hier für diesen Wohnbeteiltreff aufbringen. Das ist da genau aufgeschlüsselt. Mit dem Verweis, wie, wenn ich es richtig im Hirn habe, dass es nach einem Jahr sozusagen evaluiert wird. Wie ist es angenommen worden? Macht es überhaupt Sinn, diese Beteiligung? Also wenn jetzt hier gar keiner vorbeikommt aus Bernorchen, würde man wahrscheinlich sagen, naja gut, okay, war ein Angebot, aber wurde nicht angenommen. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es so kommt. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Daraufhin habe ich mir natürlich dann auch mal auf der Kostenbeteiligung stehen ja auch genau diese Angebote drin, die Sie jetzt schon ein bisschen schon angerissen haben. Da steht ganz oben, was finde ich in der Stadt? Angebote für Senioren, Wegweiser. Was heißt das konkret? Nein. Haben Sie einen Wegweiser, den Sie jetzt rausgeben, in Broschürenform? Nein. Oder sind Sie in Persona der Wegweiser? Ja, ich in Persona bin der Wegweiser. Also ich weiß ja nicht alles, das liegt schlichtweg daran, dass ich selber ja gar nicht aus Bernorchen komme. Und wenn hier jemand steht und eine Frage hat, endet es meistens, dass ich mir die Telefonnummer geben lasse und zurückrufe, wenn ich das rausgesucht habe. Also ich hänge mich dann ins Internet und suche das dann raus, was es alles gibt und dann rufe ich denjenigen zurück. Da schließt sich natürlich dann die Frage an, wie lief es denn bisher, wenn jetzt hier jemand reinkam, der nicht in diesen beschriebenen Mietern ist, sondern jetzt ein Einwohner von Bernorchen und hat eine Frage gehabt, haben Sie denn gesagt, nee, Sie gehören nicht dazu? Nein, ich habe vorher keinen rausgeschmissen. Es ist aber also eigentlich haben Sie sowieso schon mitgemacht, wenn jemand reinkam. Also die Fragen beantwortet, ja, die habe ich auch vorher schon beantwortet. Aber dieses offene, dass wir jetzt ein offenes Angebot hatten mit den Spielen und mit den Bewegungen, das gab es vorher nicht. Also eine sehr beliebte Frage ist zum Beispiel, ob Sie hier die Sachen auch abgeben dürfen, die für die Ukraine-Hilfe sind, die man in Lohetal ja abgeben kann. Ach also so. Das habe ich tatsächlich ganz oft. Und ich hatte auch schon, ich habe hier so ein Formular, ich komme hier gar nicht weiter. Jetzt habe ich hier Sie gerade gesehen, können Sie mir mal helfen? Es gibt ja Pflegestützpunkte. Pflegestützpunkte sind ja gerade im ländlichen Raum doch eher dünn besetzt. Es gibt einen offiziellen, das ist der in Eberswalde. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Ja, die haben dann irgendwie zweimal in der Woche eine Stunde in Bernau. In Bernorchen gab es gar nichts. Mittlerweile seit dem letzten Jahr haben die ja diese mobil auch gefördert bekommen. Die sind dann auf diesem Markt jetzt hier. Jetzt ziehen sie um vom Markt auf den Edeka-Parkplatz, was auch Sinn macht, weil der Markt ist ja publikumsmäßig tot. Was ich mich frage, überschneidet sich das denn nicht teilweise? Also eigentlich nehmen die doch denn, wenn jetzt jemand fragt, ich habe jetzt hier ein Formular, Pflegeversicherung, ich brauche hier einen Antrag oder wie sieht das aus mit Verhinderungspflege, die ja eigentlich Aufgaben des Pflegestützpunktes sind. Also grundsätzlich soll ich die nicht beantworten, kann ich sie auch gar nicht beantworten, weil mir die Ausbildung fehlt, aber ich würde ihm sagen, wo er sich hinwenden kann. Und das hilft den meisten ja schon. Die Aufgaben eines Pflegestützpunkts kann ich nicht übernehmen. Aber ich würde ihm sagen, wenn jetzt hier jemand steht und sagt, oh Gott, meine Mutter braucht jetzt ganz dringend Pflege, wie mache ich das denn alles? Ne? Dann würde ich ihm sagen, gucken Sie mal, hier ist der Ansprechpartner, Pflegestützpunkt, dahin können Sie sich wenden oder rufen Sie Ihre Krankenkasse an. Das wäre jetzt meine Antwort dazu, die ich dazu geben würde. Und das reicht den meisten Menschen ja schon, weil die sind ja... Manche sind ja einfach orientierungslos. Dann ist die Mutter gestürzt. Bis eben ging es gerade noch ganz super. Die hat sich ganz alleine versorgt. Dann ist die im Garten gestürzt und plötzlich geht nichts mehr. Und dann stehe ich da als Angehöriger. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und wenn mir meine Krankenkasse nicht einfällt, dann bin ich hier vielleicht gerade in der Verwaltung gewesen und sehe das. Und Lobetal fällt mir vielleicht, die haben ja dieses Pflegeheim da. Da frage ich doch mal. Und dann will ich ja einen Teufel tun, indem ich ihm sagen, boah, nein, mache ich gar nicht. Kann ich ihn gar nicht. Aber
Ich kann den Menschen sehr wohl damit helfen, dass ich ihnen sage, das, das und das ist ihr Ansprechpartner. Und das habe ich vorher gemacht und das mache ich auch weiterhin. Nur, dass das den Menschen nicht bewusst war. Ne? Also den meisten Auswehrneuchern ist das ja gar nicht bekannt. Nun stand ja der mobile Bus vom Pflegestützpunkt eine Weile hier. Und gab es denn da Kontakte zwischen Ihnen, dass Sie sagen, okay, wir kooperieren, wir sprechen miteinander, weil das sind ja doch Überschneidungen oder ähnliche Themen. Sind Sie da in Kontakt miteinander gewesen oder haben Sie sich eigentlich nur gegenseitig gesehen? Also gar nicht gesehen. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich den Kontakt gepflegt, aber montags bin ich halt nicht da. Genau, ich bin am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Moment da, sodass dass ich da den Kontakt gar nicht hatte. Ich wusste zwar, dass der kommt, der Bus, aber auf meinen Ansinnen hin ist der tatsächlich jetzt auch umgestellt worden. Weil ich dann doch mal, da war irgendeine Veranstaltung, montags hier war und gesehen habe, da ist hier gar nichts. Also ich bin nicht da, der Friseur hat zu, der Bäcker hat zu, Herr Schützer haut auf. Und ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hatte sogar der Uhrmacher auf. Und da habe ich dann intern gesagt, das macht gar keinen Sinn, dass dieser Bus hier steht, weil der soll ja genutzt werden und der ist ja auch sinnhaft, dass der da steht. Warum steht der denn da nicht, wo es offen ist? Zum Beispiel am Edeka. Und deshalb ist der jetzt umgestellt worden. Es gab ja diesen Gesundheitstag hier, diesen privat organisierten Gesundheitstag im Adlersaal. Und da habe ich ja auch mit jemandem, nur kurz gesprochen, habe einen Zettel in die Hand bekommen und da steht hier Hilfe beim Helfen. Ort Lobetaltreff und da sind einige, die eben Sponsoren sind. Die Stadt Werneuchen mit 1% ist da drin in diesem Pakt für Pflege, Aufwind vor Ort und Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Dann habe ich mich da mal ein bisschen versucht schlau zu machen, weil gar nicht so einfach war. Habe dadurch aber mitbekommen, dass Sie also ja nicht der Veranstalter dann sind, weil das sind ja Veranstaltungen, die finden hier in diesen Räumen statt. Und die mieten sich sozusagen hier ein. Naja, das ist ja ein zeitlich begrenztes Angebot für und speziell für Pflegende von Demenzerkrankten. Also es ist auch runtergebrochen auf ein Thema. Und finanziert wurde es ganz groß, glaube ich, vom Pakt für Pflege. Darunter läuft das. Und es ist halt ein zeitlich begrenztes Angebot, was wir zusätzlich für die pflegenden Personen anbieten wollen. Da hatte ich hier schon Fragen, deswegen sind wir da auch drauf gekommen, dass wir jeden dritten Dienstag im Monat hier abends ab 17.30 Uhr anbieten, ein offener Treffpunkt, ein Austausch für pflegende Personen. Und das mache dann ich. Das ist zusätzlich zu diesen begrenzten, nur auf Anmöge von Demenz. Das hat gar nichts mit diesem. Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist aber die Frage, die Sie vorher hatten, was denn damit ist. Also das bieten wir an, dann, das veröffentlichen wir auch noch. Kommt dann in das Stadtblatt von Werneuch. Öffentlichkeitsarbeit macht mir noch einen Flyer, dass wir das verteilen können überall, dass das auch bekannt ist. Also all diese Angebote, die wir dann anbieten für die ganzen Bewohner in Werneuch, dass die dann das auch wissen. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Naja, eigentlich haben wir das doch schon. Kontinuierliche Begleitung von Selbsthilfegruppen. Neben der schon vorhandenen Gruppe ist eine Selbsthilfegruppe durch Einzelpersonen aus Werneuch in Vorbereitung. Das heißt jetzt was? Also wir haben hier Montagabend immer eine Selbsthilfegruppe für Depressionen. Die sind, ich glaube, ein halbes Jahr hier drin schon. Also denen haben wir jetzt ein Zuhause gegeben. Und es war geplant, eine Selbsthilfegruppe, die wollte ein Bewohner von uns, von unseren machen. Der ist noch nicht ganz so alt in dem Seniorenalter, wohnte aber trotzdem schon aufgrund der Pflegestufe. Und der wollte eine Selbsthilfegruppe zu Schlaganfall machen. Da sind wir aber noch dran, sozusagen. Also das wird dann veröffentlicht. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, er hat jetzt eine Selbsthilfegruppe, die er gerne gründen würde, aber braucht ein Zuhause, also geht ja oft um den Raum, dann sind wir da auch Schützenhilfe. Also ich kenne auch die Verantwortlichen im Barnim mittlerweile, die Frau, die dafür zuständig ist, denen Selbsthilfegruppen halt sagt, wo bekomme ich denn mein Geld her, was kann ich denn machen, wo bekomme ich denn die Werbung her, was muss ich denn beachten, gibt es denn Informationen für Schulung und so, das kenne ich jetzt alles schon. Dann habe ich eigentlich eine sportlich altersgerechte Bewegung als Gruppenangebot. Hatten wir vorhin schon, genau. Stichwort Zehnkampf ist es nicht. Nein. Wie soll das ablaufen? Rufen Sie da auch jetzt, auf welchen Wegen versuchen Sie die Leute denn jetzt zu erreichen? Indem Sie hier einen Aushang machen und dann kommt her mit Turnschuhen und dann gehen wir jetzt spazieren? Also A, sind Sie ja heute hier und Sie machen Werbung. Dann weiß ich, dass ins Amtsblatt von Werneuchen wird es kommen.
Die Mods werden wir sicher ansprechen und wir machen Flyer und verteilen das. Also alles in einem, weil wir wollen das jetzt nach Ostern beginnen, brauchen wir ein bisschen Vorbereitungszeit und auch das Amtsblatt von der Neuchen hat jetzt irgendwie am 7. März, glaube ich, Redaktionsschluss für das Aprilheft und dann können wir das nach Ostern also anlaufen lassen und dann gucken wir, was passiert. Und die Flyer würde ich tatsächlich zum Beispiel beim Teller, der das Essen verteilt an die Senioren, versuchen abzugeben, ob der das mit verteilen kann, dass die Senioren das einfach kennen, bei den ganzen Ärzten, an der Apotheke auslegen, beim Bäcker auslegen, also überall, wo man es halt auslegen kann, wer mir das abnimmt, ist ja immer die Frage, wer das auslegen möchte, da würden wir das auslegen und so das publik machen. Stichwort Ehrenamtsagentur, das war ja auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung, die Schaffung einer Ehrenamtsagentur, die ist ja jetzt in Amt und Würde. Sie ist beheimatet in der ehemaligen Remise. Die Zusammenarbeit diesbezüglich sieht wie aus? Also, dass wir uns gegenseitig kennen und wissen voneinander und wenn der eine ein Thema hat, den anderen zu dem anderen schickt, sozusagen. Also, die sind ja erst ganz kurz da, bei der Eröffnung war ich auch. Die mich zumindest gesehen haben, wer ich bin. Der zuständige Mitarbeiter war auch hier kurz gewesen, hatte sich kurz vorgestellt und dann lasse ich die erstmal ankommen und gucken und dann schauen wir, was wir zusammen machen können. Aber ich weiß halt, wo ich dann jemanden hinschicken kann, wenn er sagt, ich bin jetzt in Rente, habe jetzt fürchterlich Langeweile, was tue ich denn jetzt mit meinem Leben? Dann werde ich ihm sagen, da haben wir so eine tolle Ehrenamtsagentur. Der hat dann ein Portfolio an Sachen, die Menschen brauchen. Beim Unterstützen gehen Sie mal dahin. Dann bedanke ich mich erstmal sehr gern für dieses Interview. Also nicht nur ich bin jetzt ein bisschen schlauer, sondern hoffentlich auch die Leute. Und wir bleiben in Kontakt und wir wissen voneinander und können uns auch gegenseitig Informationen auch zuspielen. Ja. Und wir verbreiten da eben auch wirklich gerne Informationen, weil wir ja mittlerweile auch eine gewisse Reichweite haben, die vielleicht nicht unwichtig ist. Mhm. Ja, danke schön. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke. Danke. Ciao, ciao.